Dülüt, Kit, komm schnell her. Der Retro-Club, der geht gleich los. Und es geht um TV-Serien. Schönen guten Abend, schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine Freunde der gepflegten Retro-Unterhaltung hier auf Rocket Beans TV. Der Retro-Club geht heute mal wieder mit einer ganz besonderen Folge weiter, denn Imko Lobner, haben wir schon kurz erwähnt, auch für alle, die zu spät eingeschaltet haben, hier nochmal, ich bin nicht nur der Gregor, sondern ich darf euch heute präsentieren eine Sonderfolge zu Videospielen über TV-Serien. Videospiel-Umsetzung von Filmen haben wir ja häufiger schon mal gesehen. Typische Lizenzspiele, Lizenzkrams gibt es wie Sand an Meer. Aber speziell bei TV-Serien ist es ja so klar, wir haben alle TV-Serien geschaut und konsumiert. Teilweise ist es heutzutage noch beliebter als die Filme, wenn man daheim zum Binge-Watchen sich verabredet. Zum Netflix und ihr wisst schon, was da passiert, ne? Brauche ich nicht aussprechen hier, ihr wisst schon Bescheid. Aber was Videospielumsetzungen angeht, es gibt tatsächlich auch einiges an Serien, wo man sagen würde, hey, da lohnt es sich, ein Videospiel draus zu machen, aber was machen wir im Konkreten draus? Und ich habe mich hingesetzt und ich habe tatsächlich wesentlich mehr gefunden, als ich zum Eingang gedacht hätte. Und es geht teilweise über Jahrzehnte hier zurück. Denn wir können mal das erste Bild reinwerfen lassen. Das ist eine Serie aus den 70er, 80er Jahren müsste sie produziert worden sein, nämlich Happy Days über das gute alte Leben in den 50er, 60er Jahren. Die hat mich als Kind immer sehr irritiert, weil ich dachte, okay, ne, warum sehe ich da Schauspieler, die ich von anderen Serien kenne, aber es ist was aus den 60ern? Nein, es wurde nur später gedreht. Eine eigentlich ganz nette Sitcom und da seht ihr ganz hinten links den Kollegen Arthur Fonzarelli, den Charakter, der Coole mit der Lederjacke und seinem Motorrad. Und tatsächlich, er war wegen des Erfolgs von Happy Days in den 70ern das Vorbild eines der ersten Videospiele. Können wir gerne weg davon, weil es so schön ist, aber an Fonz kann man sich nicht satt sehen. Wir können mal die erste Matz laufen lassen, denn in dem Jahr 1977 müsste das die erste Umsetzung einer TV-Serie als Videospiel gewesen sein. In der Spielhalle von Sega. Könnt ihr gerne laufen lassen, da ist es. Wurde ein Racing-Game gemacht. Nicht wundern, die Musik habe ich dahinter jetzt hier gepackt, damit wir ein bisschen das Happy Days-Theme dann hören. Sehr interessant, es sieht für das Jahr 76 recht aufwendig aus. Ihr seht die Straße, die sich schlängelt. Arthur Fonzarelli, der Fonz, soll wohl mit seinem Motorrad richtig hier durchjagen. Und diese Krümmung der Straße wurde durch Magnettricks verursacht. Ihr wisst es vielleicht noch, falls ihr mit einer Bildröhre zu tun hatte, dass ihr da teilweise an der Geometrie zerren konntet, wenn ihr dann mit Magneten daran gearbeitet habt. Und ich finde die Idee einfach klasse, ne, dass man eine bewegende Straße mit solchen Magnetspielereien macht. Das ist wahrscheinlich nicht gut für das Gerät gewesen, aber für die Umsetzung der, der Serie als Videospiel, als Arcade-Game hat sich's gelohnt. Eine der frühesten Umsetzungen. Jetzt kommen wir aber in meine Kindheit rein und schauen uns das nächste Bild an. Da haben wir nämlich, da ist es, das A-Team. Ja? Da guckt der B.A. Baracus und Face und Murdoch und Hannibal Schmidt. Da ganz unten. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Weißt du, was du nicht geliebt hast? Hannibal Schmidt, wie dein Videospiel funktioniert hat. Denn wir können gerne dann auch aufs Ingame umschalten. Das Videospiel, was dazu rausgekommen ist. Ihr seht, einige Jahre später, 1984, ist nicht rausgekommen. Denn dieses Videospiel war ein Prototyp, der auf einem anderen Prototypen basiert hat, namens Saboteur, der für das Atari 2600 rauskommen sollte. Und das Spiel ist nicht rausgekommen, haben gesagt, da machen wir ein A-Team-Spiel draus. Das ist auch nicht rausgekommen. Ich werde es jetzt gleich mal starten, weil ihr seht hier die selbst ablaufende Demo. Und was exakt da passiert, kann man nicht so direkt verdödeln. Da seht ihr, da startet das A-Team-Raumschiff. Was auch immer es sein soll. Und da ist BA. Ich weiß nicht ganz genau, was jetzt hier passiert. Na? Es hätte wahrscheinlich in Sachen Saboteur-Gameplay Sinn ergeben. Das sind wahrscheinlich hier BA, der mordend durch die Straßen der Bronx zieht, während irgendwelche Steckdosen und Männer in Grün versuchen, ihn zu besiegen, während wir aufs Raumschiff hier hin wollen. Das Raumschiff kann natürlich nicht starten. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft in den zweiten Level. Versucht er dann wegzumachen. Und dann der körperlose B.A. Baracus, Mr. T-Kopf, der hier herumfliegt, während wir versuchen, mit diesem Ball nicht in Kontakt zu kommen und Strom dem Charakter in der Mitte entgegenwerfen.
Hab's wieder nicht geschafft. Anscheinend soll es im originalen Saboteur, glaube ich, dieser Level damit zu tun gehabt haben, dass man versucht, dass man nicht der nuklearen Zerstörung dann zum Opfer fällt und irgendwelche Blitzkanonen verschießt. Ich weiß es nicht. Es ergibt alles keinerlei Sinn für ein A-Team-Spiel. So, wir versuchen diesen Countdown zu überleben und da, ja, wir haben auch diesen Level geschafft und das A-Team-Raumschiff fliegt weiter. Zu Recht, dieses Spiel. Das, was wir jetzt hier gespielt haben, ist ein, und jetzt schießen wir richtig, okay, ist ein geleakter Prototyp, der rausgekommen ist eben, der über die Jahre dann nochmal im Internet gelandet ist, sodass wir es heute hier spielen können. Und es hat nichts gebracht. Ich glaube, ich habe den, oh. Diese Musik. Diese Musik, die kenne ich doch. Aber sie hat uns den Game Over gerade beschert. Es geht immer vorne. Weg damit. Das brauchen wir dann nicht weiter sehen. Eine der Sachen, die zu Recht nicht als Videospiel rausgekommen sind, wobei ich als Kind in der Powerplay-Zeitschrift hatte ich gelesen, dass ein A-Team-Spiel rauskommen soll für den C64. Das war in Ausgabe 1190? Irgendwann im Jahr 1990 war es auf jeden Fall. Stand da angekündigt, A-Team-Spiel für den C64. Ich habe gewartet, es ist nie rausgekommen für den C64. Schämt euch! Schämt euch hier alle! Ich hätte es sehr gern gesehen. Das hätte ich nicht gebraucht. Gehen wir zum nächsten Bild. Und wir gehen zeitmäßig ein klein bisschen zurück, aber nicht minder erfolgreich. Da, der General Lee ist bereit. Und ein Glück, dass Daisy Duke da oben drauf sitzt, damit wir diese Flagge heutzutage nicht sehen müssen. Auch das Vorbild für die Daisy Dukes, die sehr, sehr kurzen Jean-Shorts, die die Schauspielerin und der Charakter natürlich sehr populär gemacht haben, mit Bo und Luke Duke. Ein Duke kommt selten allein. Die Südstaatler, die an ihren Autos schrauben. Und Onkel Jesse, der den Moonshine brennt. Ja, und dann kommt Boss Hawk und versucht, sie zu verfolgen. Und der trottlige Roscoe P. Coltrane. Wieso weiß ich das alles noch, verdammt noch mal? Ich habe viel zu viel Fernsehen geguckt früher. Auf jeden Fall, die Dukes, sie kommen selten allein. Und sie kommen in ein Videospiel. Und es wurde ein Computer-Videospiel umgesetzt für das ColecoVision, eine Konsole, mit der nicht so viele Leute vertraut sind, war damals in den 70ern noch aktiv. Wir lassen da auch mal die Mats ablaufen. Da sie es mit Autofahren und Sprüngen über Gräben zu tun hatten, ist es hier ein Spiel, ein Rennspiel aus Ego-Perspektive, wo man entlang fährt. Ab und zu mal ist eine Stadt zu sehen. Es gibt eine Gangschaltung unten. Der Sound ist ganz, ganz schrecklich da. Das sollte wohl eine Brücke sein, über die man rübergesprungen ist. Und ganz ehrlich, für die Zeit damals, wo das Spiel rausgekommen ist, auch im Jahr 1984, auch wenn die Serie natürlich in den 70ern hauptsächlich unterwegs gewesen ist, das war der Jump, ne? Super schlecht sieht's jetzt nicht aus. Ich weiß nicht, ob da viel mehr drin wäre als das, was wir gerade gesehen haben vom Game. Als ob es sich lohnen würde, da was mitzunehmen. Das waren die frühen 80er. Wir gehen Mitte der 80er und kommen. Nächstes Bild. Da haben wir's. Der Airwolf. Ich glaube, da wird auch in der Regie wahrscheinlich frohlockt bei so vielen tollen Serien, die wir gerade hier besprechen. Das sind natürlich Dominic Santini und Stringfellow Hawk, der seinen Bruder sucht, der verloren gegangen ist im Vietnamkrieg, wenn ich mich nicht irre. Aber dafür sind die beiden jetzt auch die Piloten des experimentellen Hubschraubers Airwolf, den ich mega geil fand damals. Ich fand den Airwolf super toll. Ich habe die Serie auch gerne geguckt. Da gab es einen Film, den ich früher da mit meinen Kindesfreunden, nicht Schulkameraden, weil es waren meine Kumpel, aber sie sind nicht auf die gleiche Schule gegangen, aber wir haben schön die VHS-Kassetten geguckt, das und American Ninja und den ganzen anderen Shit, ne? Und Airwolf war eine der besten Sachen, die es da zu sehen gegeben hat. Airwolf habe ich aber auch gespielt. Und da können wir auch aufs Ingame gleich mal gerne rübergehen. Airwolf auf dem Commodore 64. Und da hört ihr die Musik. Geiles Theme. Ich könnte nicht aufhören, ist geil. Ist mega geil. Das Spiel ist mega scheiße. Und ich gehe jetzt auch hier einmal kurz rein. Ich bin nie weit gekommen als Kind. Ja, ihr seid hier mit Airwolf auf einer Rettungsmission, glaube ich. Und ihr könnt mit dem Steuerkreuz, das C64 hat also auch nur eine Taste, die ihr lenken könnt, könnt ihr den Airwolf hier entlang bringen. Ich habe die erste Aufgabe hier. Ich muss diese Anlage hier wegmachen, damit ich hier durch kann. Es ist ein Hit-Kill. Wenn ich irgendwo getroffen werde, sterbe ich sofort. Und ihr seht auch, der Airwolf stößt nach unten an. Ich muss ihn also immer permanent in der Luft halten. Was auch nicht besonders gut ist für die Steuerung. So, ich versuche mal. Okay, das war nichts. Ui! Okay, und jetzt habe ich es hier zur Seite geschafft. Ihr wisst ja, die traditionellen Eulen,
die wir gesehen haben. Das sind die Eulen aus der berühmten Folge Dominik trägt Eulen nach Athen, die ich nicht anballern kann. Und Instakill, wie ich schon gesagt habe. Das Spiel ist sehr, sehr unverzeihlich mit der ganz schrecklichen Steuerung, aber ich habe es mega oft und mega lang gespielt als Kind. Man hätte sich wünschen sollen, dass es vielleicht auch mal bessere Spiele gibt. Wenn ich mich nicht irre, könnte es auch eine NES-Umsetzung gegeben haben, aber es ist natürlich nicht das C64-Game. So, ich versuche gleich noch mal nach unten hier durchzukommen. Hat auch ein bisschen was zu dem Spiel in einem der frühen Retro-Clubs, Future Clubs gemacht. So, lass mich runter. Lass Miranda, denn sie will ja. So, und wir haben diese Tür hier geöffnet. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir aufpassen, weil hier, ich weiß nicht, was das für eine Anlage sein soll, während hier, da ist einer der Mannequin. Können wir gucken. Oh, den können wir hier retten. Ich muss natürlich auch aufpassen, nicht irgendwo anzudotzen. Ich habe nämlich limitierte Schutzschilde, die, glaube ich, auch gleich alle durch sind. Und ich hab's fast zu dem durchgeschafft, aber written by Neil A. Bate, du kannst mich mal. Im übertragenen Sinne, weil so schöne Serie, aber nicht besonders schönes Spiel. Weg davon, das ist auch genug zu Airwolf. Und wo sind wir? Ach, guck mal, wo wir angekommen sind. Nächstes Bild, bitte. Da ist er, Gordon Shumway vom Planeten Melmac. Hallo, Alf. Und Willi der Penner, nein, Willi Tanner natürlich, und die Tanners, die Alf, die außerirdische Lebensform aufgenommen haben. Ein Bild aus späteren Staffeln, weil da war ja schon das Baby da. Weiß gar nicht mehr, wie das Baby gehießen hat, bin mir nicht sicher. Aber haha, ich lach mich tot. Alf, kann ich echt nichts dagegen sagen. Die fand ich als Kind sehr unterhaltsam, die Serie. Und ich finde, können wir auch wieder weggehen von dem Bild her, ich finde, dass diese Serie auch nicht so schlecht gealtert ist. Ja, mancher der Humor ist sehr 80er Amerika zentriert, was so amerikanische TV-Hosts und so komische Sachen angeht. Aber irgendwie, irgendwas zündet noch bei Alf heutzutage bei mir. Ich weiß nicht, was es ist. Was nicht zündet, nächste Matz bitte, ist das hier. Auch da habe ich schon mal ein bisschen was zugezeigt in einer der vergangenen Folgen vor vielen Jahren. Alf für das Sega Master System, ein ganz, ganz komisches Jump'n'Run-Adventure. Ihr werdet von FBI-Agenten mit Jazzhands verfolgt, die Alf sich schnappen wollen, während er durch die Straßen läuft, was auch immer da sucht und natürlich dann stirbt, sobald ein Kind mit dem Fahrrad ihm über die Pfote fährt oder den Fuß, was auch immer da ist. Und zu Hause kann er sich über die Couch springen lassen und findet Lucky in der Küche. Denn pass auf, Lucky, du bist ein Krapfen, Lucky! Lucky, du bist ein Krapfen. Ein Zitat aus der Serie. Ganz schreckliches Spiel, ganz schreckliche Steuerung. Grauenhaft. Wirklich. Wirklich mies, mies, mies. Und nochmal mies. Lass uns ein bisschen säubern. Ein bisschen was Besseres hier reinpacken. Zumindest von der Emotion her. Das nächste Bild, bitte. Ja, da ist er. Michael Knight. Kit, komm schnell, mach den Super Pursuit Mode an. Wir müssen Frieden und Gerechtigkeit verteidigen. Wir von Knights Industries 2000. Ich bin's, Michael Knight, ich und meine Friese. Ich war... Lass das Bild mal stehen. Ich möchte diese Geschichte erzählen, während wir... Können wir auf die Augen von ihm so langsam reinzoomen? Oder könnt ihr da ein bisschen reinzoomen bei ihm? Weil ich möchte ein bisschen was über David Hasselhoff erzählen. Also ich habe David Hasselhoff natürlich geliebt. Als Kind. Na? Und ich habe ein Buch geschenkt bekommen zum Geburtstag, wo alles drin stand über David Hasselhoff und Knight Rider. Das war super. Und dazu, ich war zuletzt auf einem Konzert. Ja, David Hasselhoff ist nach Hamburg gekommen. Damals, als man noch auf Konzerte gehen konnte, ist er nach Hamburg gekommen und hat gesungen. Ich war so nah bei ihm dran, während er Looking for Freedom geschmettert hat. Some morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but gute Spiele, I had none. Hat er leider, Wächtermann, das reicht. Das reicht mit dem Bild. Ich werde ganz emotional bei David Hasselhoff. Leider werde ich nicht so emotional, während Knight Rider nicht so eine gute Serie im Nachhinein ist, also ist nicht besonders gut gealtert, aber man kann sie noch gut genießen, ist auf Streaming-Services auch drauf, wenn man sich die DVDs nicht damals geholt hat. Was will man als Videospiel machen zu Knight Rider? Was will man als Videospiel umsetzen? Natürlich, du hast Kit, das heißt
Es wird ganz eindeutig ein Rennspiel. Hast du aber noch Actionsequenzen und so weiter? Wir können aufs Ingame gerne rauf. Da sehen wir Knight Rider. Und da Knight Rider Special sogar. Die PC Engine. Ja. Die japanische Exklusivkonsole hat eine japanische Version von Knight Rider bekommen. Da sehen wir. Knights Industries 2000. Das ferne Jahr 2000, bis wir da endlich mal ankommen. Und irgendwas ist im Argen. Selbst Michael Knight spricht Japanisch. Selbst Devon, Edward Mulhare, der Schauspieler, guckt da ganz grimmig. Knight Rider Special ist so ein bisschen so ein Red Racer-Klon, will ich sagen. Weniger Outrun, weil Outrun war noch mal ein bisschen was anderes. Aber Red Racer, so vom Gefühl her, wenn ihr das noch vom NES her kennt, das ist eben PC Engine-Spiel. Das ist, ah, Michael, let's do this. Also, ihr könnt mit Kit hier entlangfahren. Habt eine Taste zum Ballern. Warum auch immer. Kit hat eine Schussanlage. Kann ich mich nicht dran erinnern, dass das mal so gewesen ist. Es sei denn, er hat mal hat eine Schussanlage, damit er hier lauter Autos wegballern kann. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es mal außer bei einer Folge, wo er gegen K oder gegen Goliath gekämpft hat, dass das mal passiert ist. Und ich habe eine Jump-Taste. Die habe ich jetzt an der falschen Stelle eingesetzt. Aber ich kann natürlich hier mit dem Super Pursuit Mode hier ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen und dann den Turbo Boost machen, um zu springen. Dann baller noch mal ein bisschen. So, und hier in der Kurve sollte ich nicht. So, aber hier. Guck mal, oh, ich. Alter, bin ich durch das Jumpen gerade in Area 2 hier reingekommen? Du siehst recht wenig, David Hasselhoff hier. Ich weiß nicht, ob später, weil so weit bin ich hier nie gekommen, es noch Level gibt, wo du herumlaufen musst mit David Hasselhoff, aber ich bezweifle es fast. Das einzig Spezielle hier dran ist das Maul-Spielprinzip. Warum die Japaner ausgerechnet so ein Kleinod bekommen haben? Gab's eigentlich mal ein Baywatch-Spiel? So eine Management-Simulation. Wie viele Leute rette ich aus dem Wasser? Wie knapp müssen die Anzüge sein von den Damen? Spring rüber! Oh, guck mal, wie lang. Ey! Ich halte jetzt gedrückt. Ist der jetzt. Der ist jetzt gerade 500 Meter geflogen, oder? Es reicht. Es reicht für die Regie. So toll es ist, mit Michael Knight zu tanzen auf der Straße. So toll war es leider bei dem Spiel nicht. Warum die Japaner es bekommen haben, weiß ich nicht. Wir haben noch mal Glück gehabt, der Kelch ist an uns vorübergegangen. Was könnte jetzt folgen? Wir sind also gerade noch in den 80ern gewesen und jetzt kommen wir langsam in die 90er. Ihr seht, ich habe es chronologisch aufgebaut, so wie man es eigentlich machen sollte. Übrigens, es gibt noch 1000 andere TV-Serien als Videospiele, die dann später rausgekommen sind, speziell aus den 2000 und 2010ern. Die werden heute nicht behandelt. Ich habe das Cut-Off-Datum Anfang der 2000er, frühe 2000er PlayStation 2-Zeit gemacht, weil ansonsten wäre das zu viel für eine Folge gewesen und wir hätten noch genug Stoff in den 2000er nicht wundern. Wir sind jetzt in den 90ern angekommen und schauen uns das nächste Bild an. Wen haben wir da? Da sind sie! Die American Gladiators! Fire, Thunder, Lightning, Elektro, Sägespan, ich habe keine Ahnung mehr, wie sie alle hießen. Aber das waren natürlich die muskulösen Streiter in der Wettstreitsendung. Quasi, was würde man heute sagen? Heute wird das, wie heißt es, American Ninja Warrior oder so? Da gibt's ja auch das Äquivalent, ein Parcours machen und dann müssen Kandidaten sich beweisen. Bei den American Gladiators haben sie dann mit großen Wattestäbchen gegeneinander gekämpft und den Eliminator am Ende gemacht. Wir können da auch die Mats gerne einmal laufen lassen gleich, hinten dran. Denn es gab eine Videospielverfilmung, Videospielumsetzung, nicht Verfilmung, dann davon. American Gladiators als kompetitives Sportspiel bietet sich natürlich an, da auch so eine Version hier dazu daraus zu machen. Und hier seht ihr gerade einen der letzten Wettbewerbe. Konnte man im Multiplayer spielen? Das hier war das Spiel, wo man abgeschossen wurde mit Tennisbällen von denen oder in großen Kugeln hier herumfahren. Einige der Disziplinen wurden umgesetzt für das Super Nintendo. Das ist das berühmte Wattestäbchenkämpfen. Das ist das Bild, was auch am meisten gezeigt wurde in den Zeitschriften, weil das einzige war, was beeindruckend ausgesehen hat. Es ist ein beknacktes Spiel, ne? Also versucht sowas in der Richtung zu sein von dem Summer Games oder Winter Games oder sowas in der Form, aber eben mit der American Gladiators Lizenz. Ich hab's auch sehr gern geguckt. War immer Samstagmorgens, da gab's das und Power Rangers. Hat man das und Power Rangers geguckt, ne? Geht nicht anders. Muss man ja mitmachen. Sport.
gab es also, das auch als Videospiel hier umgesetzt wurde, eine Sport-TV-Sendung. Es war nicht die einzige Sport-TV-Sendung, denn zu folgender, da habe ich auch noch mal ein bisschen was erzählt und wir zeigen das nächste Bild. Das ist eine Collage von ein bisschen verschiedenen Sachen, weil ich da nicht nur ein einziges raussuchen wollte. Roller Games, darüber habe ich gesprochen bei einer Sendung im Retro-Club, wo es um Konami Arcade Games geht. Da ist ganz unten auch noch mal ein Bild, wo die beiden Damen zu sehen sind. Das ist der Arcade-Flyer und ganz rechts die Arcade-Umsetzung. Roller Games ist das Roller Derby, also eine Sportart, die mit Rollerskates ausgeübt wird. Und die Roller Games waren eine TV-Sendung, die ähnlich wie die American Gladiators, quasi eine Staffel lang nur, das so ein bisschen verknüpft haben mit professionellem Catch-and-Charme, aber auch verschiedenen Teams, die gegeneinander angetreten sind in den Roller Games. Und ja, es ist ein Phänomen irgendwie merkwürdigerweise. Konami hat sich die Lizenz dafür geholt, hat die Arcade-Fassung gemacht. Als Staffel im Fernsehen, als Sendung ist es nur eine Staffel gelaufen. Das Roller oder Roller Derbys an sich existieren heute noch als Ligen, aber ich weiß nicht, ob es da große Übertragungen noch davon gibt. Es gab auch ein NES-Game davon. Roller Games, Ultra Games, der Publishing-Arm von Konami. Und da seht ihr, so sah es in der TV-Sendung ein bisschen aus, ne? Wenn man rumgefahren ist, natürlich hat man hier auch die Kommentatoren. Welcome to the Roller Games. Während die Arcade-Fassung oder das Arcade-Spiel, wir nehmen wir T-Birds, Hot Flash oder die Rockers, wir nehmen mal die T-Birds. Das muss ich auch ein bisschen konzentrieren, weil es vom Spiel auch ein bisschen aufwendiger ist. Und das war eine der Managerinnen, die dann die Gegenspielerin, die gesagt hat, fordert mich hier raus, ich bin die alte Oma, die euch dann anmömelt. Die Arcade-Version war noch richtig, dass sie auf dem Roller-Rink unterwegs gewesen ist mit einem speziellen grafischen Effekt. Hier ist das eine Art Roller-Skate-Beat'em-up auf dem NES gewesen, ja. Da wissen wahrscheinlich auch viele, dass nicht, dass eine Lizenz oder eine TV-Serie dahinter hängt. Je nachdem, welches Team ich ausgesucht hätte, hätte ich andere Charaktere hierher bekommen. Und das ist echt ein bisschen filigran hier zu arbeiten. Ich darf nicht in diese Löcher fallen, weil ansonsten ist es Instant Game Over und ich muss zum letzten Checkpoint zurück. Ich habe gerade gesagt, pass auf, dass du das nicht machst und ich muss wieder von vorne anfangen. Aber ich will zumindest ein bisschen weiterkommen. Das Spiel ist an sich nicht schlecht, muss ich sagen. Ich kenne bessere Beat'em-ups, aber solche, wo ihr mal in Geschwindigkeit durch den Level hier durchgeht, müsst ihr eben ein bisschen so aufs Timing achten. Und dass der die dicke Flitzpiepe hier mich nicht immer von der Seite hier anhaut. Komm mal her, du. Nicht ins Loch. Und hier aufpassen. Muss man schon sehr ein bisschen mit Aufmerksamkeit hier lang gehen, aber das hat eben ein bisschen was, ja, ich weiß ja nicht, ist das das Team, was Turtles in Time vielleicht gemacht hat? Oder es hat auch ein bisschen sowas von Double Dragon hier? Also auf jeden Fall, diese Art von Spiel gefällt mir besser als die Arcade-Umsetzung. Und würde ich fast sagen, auch wenn es kein mega geiles Spiel ist und kein absoluter Klassiker, ich denke, es gehört so in die Riege der Konami-Spiele auf dem NES wie Adventures of Bayou Billy oder so rein, welche, die man gespielt haben kann, aber nicht unbedingt muss, weil sie nicht top of the line gewesen sind. Eins der vielen Games, die damals in der silbernen Verpackung rausgekommen sind. Deshalb haben es auch, glaube ich, noch mal einige in Erinnerung. Spielt sich vergleichsweise okay und ist von den Spielen, die wir bisher gezeigt haben, mitunter das Spielbarste. Mal gucken, wie lange wir es schaffen. So lange schaffen wir es. Sind da leider von der Hütte gestürzt. Können wir rausgehen davon, weil ich glaube, noch mal so weit werde ich es nicht schaffen, wenn ich vor allem auch noch so viel erzählen muss und erzählen darf. Und, okay, wir sind in den 90ern angekommen, ne? Also, das nächste Bild bitte. Thunder in Paradise. Hulk Hogan, du Schnullerbacke. Ja, das war die Zeit in den 90ern, bei der WCW angefangen, die NWO noch nicht ganz im Blick. Das war nämlich erst Mitte der 90er, 95, 96 als er angefangen hat, wo er dazugekommen ist. Allerdings, zwischendurch hat er eine TV-Serie direkt, der Hulk Hogan, als, ich weiß gar nicht mehr, wie seine Rolle im TV hieß, aber er war Kommandant eines super speziellen Speedboats. Wenn wir Airwolf haben und Knight Rider, brauchen wir natürlich auch Thunder in Paradise Hulk Hogan, der Boote steuert mit Chris Lemmon, dem Sohn von Jack Lemmon, der als sein Kompagnon dabei war, und Brandon Call, glaube ich, ja, der den Sohn von David Hasselhoff in der ersten Staffel von Baywatch gespielt hat. Warum ich das alles weiß? Keine Ahnung, ich habe recherchiert. So, das ist die offizielle. Das ist die offizielle Variante Geschichte. Ich habe recherchiert, deshalb weiß ich das. Nicht, dass ich das reihenweise geguckt habe. Thunder in Paradise war so eine typische RTL-Sonntagnachmittag-TV-Serie, wo sie dann alles ausgestrahlt haben von RD2 über
andere Serien, über die wir hier auch noch gleich sprechen werden, die im Nachhinein gezeigt werden. Aber Thunder in Paradise hat eine Videospielumsetzung bekommen. Es lief auch nur eine Staffel irgendwie. Ich habe tatsächlich die DVD auch noch zu Hause. Und na, als Wrestling-Fan kann man es, glaube ich, noch mal gucken vom Charme her aus, aber es ist schon recht mies. Auf dem Philips CDI, eine CD-basierte Konsole, die quasi ein FMV-Gerät, ein Full-Motion-Videogerät eigentlich gewesen ist. Und was sie gemacht haben für das Spiel, ist, wie eine TV-Serienfolge, das gedreht zu haben, inklusive Lightgun-Shooter, und eine Geschichte sich ausgedacht haben, wo Hulk mit einem Spezialgerät in das Gehirn von anderen einsteigen muss, aber dann muss es der kleine Junge machen, weil der hat ein besseres Ziel. Wir lassen mal die Mats laufen. Okay, kid. You're linked up to Thunder's weaponry. Show us your stuff. Going to phase lock sync now. Ja, da haben wir kurz mal zum Einstieg nur gesehen. Neben vielen FMV-Sequenzen wird dann eingeführt, wie die Geschichte ist. Der kleine Brandon Call muss dann ins Gameplay umsteigen, weil das Boot wird von Drohnen verfolgt. Drohnen tatsächlich. Sehr fortschrittlich damals gewesen. Und das ist das eigentliche Spiel. Während die Hälfte nur aus Videosequenzen besteht, wo dann Hulk und die Schauspieler mit gefakten Schlägen versuchen zu zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hat, funktioniert dieses Spiel dann als Lightgun, schlechte Lightgun-Variante mit dem wirklich, also ihr habt gerade gesehen, wie das hin und her gezuckelt ist, das Gamepad oder die Fernbedienung von Philips CDI, es ist so eine Art Fernbedienung mit einem Knubbel gewesen, schrecklich, schrecklich, und da präzise schießen und steuern zu müssen. Meine Herren, das kann kein Spaß gewesen sein, auch wenn es Thunder in Paradise war. Wir gehen langsam auf Richtung Werbung hin. Ich möchte mit einem Cliffhanger hinterlassen. Ne? Ihr werdet gleich einen Sound hören und lasst den in euch gehen. Lasst euch mal davon ein bisschen marinieren, ein bisschen drüber nachdenken. Und dieser Sound wird bestimmen, was wir gleich uns anschauen werden. Kann ich ihn hören? Bis gleich. Für 100 Punkte, welches Franchise, welche TV-Serie wird gleich behandelt im Retro-Club? Wo ist der Sound? Na? Lass mir das Bild reinpacken. Da war der Sound. Da sind sie! Hör mal, wer da hämmert. Tooltime. Das glaube ich nicht, Al. Doch, Al, das glaube ich. Ich, Tim Taylor, werde nicht nur meine Familie drangsalieren, sondern auch Sachen zusammenschrauben mit Binford, Schrauben drehen und ziehen und Power Tools. Eine der herausragendsten 90er-Jahre-Sitcoms. Wobei, von Tim Allen kann man halten, was man möchte. Ich glaube, da ist im Nachhinein auch. Habt ihr gewusst, dass der mal für Drogenhandel hops genommen wurde? Ja? In den 70ern war er Drogenhändler und wurde eingeknastet und ist nur freigekommen, weil er seine Leute angeschwärzt hat. So funktioniert das. Und dann kriegst du eine Comedy-Karriere. Als rechtschaffender Vater, der gerne Sachen zusammenschraubt. Ich habe es damals sehr gern geguckt, muss ich sagen. War eine unterhaltsame Serie. Gerade was so Sitcom-Bereich angeht und auch mit vielen ernsthaften Folgen und so weiter mit dabei und natürlich der Nachbar Wilson und so fort. Was eignet sich besser, als eine Videospielumsetzung davon zu machen? Auf dem Super Nintendo. Von Absolute umgesetzt, und Absolute heißt wohl Absolute Shitty, muss man sagen. Home Improvement, so wie die Serie im Original ist. Können wir den Sound aufdrehen? Das ist bestimmt hier der Serien-Sound, oder? Da haben wir ein bisschen. Ist nicht ganz das Serien-Intro, oder? Ah, das ist. Ah, ne, das war später. Gut, haben sie den Sound auch nochmal umgesetzt. Wie könnte Hör mal, wer da hämmert funktionieren? Natürlich, die Tooltime wurde gerade gedreht. Da ist Tim, da ist Al. Die Kids sind warum auch immer da. Heute ist ein sehr spezieller Tag in der Tooltime. Die Binford-Firma ehrt ihre liebste TV-Persönlichkeit. Ja? Dann danke ich Binford für die Unterstützung, sagt Al gleich natürlich. Nein, nicht du, du Prinz der Karos. Ich bin es, der Tooltime-Man Tim Taylor. Und jetzt ehren sie den Meister der Fehler. Gleich wieder Humor im Intro, ne?
Ja, und wie wird der geerdet? Ich krieg mein Name, der kommt auf eine neue Linie von Power Tools, ja? Jeder weiß, dass richtige Handwerker nicht mehr Power brauchen, Tim. Gib mir nicht diese Philosophie, diese New Age Philosophy. Dass sie gleich auch nochmal den Ärger hier, den sie untereinander haben, dass die Spitzen hier übersetzt haben. Also der moderne Mann will das gleiche, was er im Steinzeitalter hatte. Und was ist das? Publikum? Was ist das? Mehr Power! Ja. Mal weiter also. Powerline, Turbo Powerline, lalalala. Was passiert hier? Du, die wurden geklaut, oder? Nein, tatsächlich. Ja, seine Schraubenzieher, seine neue Powertools wurde geklaut. Die Polizei, die Nationalgarde soll vorbeikommen. Na, man hat sie wahrscheinlich irgendwo verlegt. Bist du dir sicher, Al? Die Tools haben ja nicht deinen Namen. Ja, guck mal, ich habe diese Mitteilung gefunden. Wenn du sie wiedersehen möchtest, dann komm zurück ins Steinzeitalter, wo du hingehörst. Okay, Al, wo ist das Zeug? Nein, das habe ich nicht gemacht. Was bedeutet das? Ah, da drüben, sie filmen gerade die Dinosaurier-Safari, ja, auf dann Bühne Nummer 3. Da können Sie vielleicht losgucken. Also, jemand erpresst Tim Taylor mit seinem Power-Tools und er geht im TV-Studio jetzt in die Steinzeit, um seinen Binford Turbo Ripper zu finden. Und da, wie auch immer, kommt er jetzt in das TV-Studio rein, da sehen wir die Kulisse, ich kann hier springen als Tim Taylor und hab hier Schrauben, die ich finde, die ich einsammeln kann. Und jetzt habe ich eine Nagelkanone. Dop, 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 dop. Ist das, wenn das ein Set ist? Ah, es ist ein sehr ausführliches Set. Guck mal, ihr seht es ja auch, hier Lampen und alles. Ein sehr großes Set. Und ich baller hier gerade die Requisiten weg. Oder hier, warum sind da echte Dinosaurier, die mich mit Eiern bewerfen? Das ergibt alles keinerlei Sinn. Und hier, ich hau das Set kaputt, um an mehr Schrauben zu kommen. Ja, Tim kann hier schießen. Ich hab, glaube ich, ja, ist es. Oh Gott, jetzt rutsche ich runter. Ist das ein Laufbutton hier? Oh ne, ich hab noch. Da. Ich kann hier auch noch mit dem Hammer. Ah ne, Moment, hier. Deshalb komme ich nicht hoch. So. Ich habe nämlich noch das letzte hier wegballern müssen und dann kann ich die Sachen hier einsammeln. Also Tim sucht seine verlorenen Power-Tools. Während wir diese exzellente Comedy-Szene haben. Und hier verliert er noch mal ein paar Schrauben, hat ein paar Schrauben locker. Ich verstehe. Während er hier rüber jumpt. Tim steuert sich sehr floaty, um das mal auf Neudeutsch zu sagen. Also präzise geht anders, vor allem wenn bei jedem Richtungswechsel. Oh Gott. Wenn bei jedem Richtungswechsel, ihr seht, ich drücke. Jetzt mal die mal hier mitnehmen. Was schießt mich denn da an? Ich drücke das Steuerkreuz einmal nach rechts. Seht ihr, wie sehr die Kamera umschwenkt? Wer macht denn sowas? Das ist doch purer Quatsch, das mitzunehmen. Und es war ein Dinosaurier da unten, der das so macht. Also, so sehr ich, hör mal, wie der hämmert, mir gern angeguckt habe. Ich weiß ja nicht, ob ich davon ein Videospiel gebraucht hätte. Ja? Weil es ist hier keine. Was hättest du denn sonst draus machen können? Eine Quizshow? Nein, das ist hier kein Jeopardy oder so. Jump'n'Run ergibt keinen Sinn, actionmäßig. Ich weiß ja nicht. Was ich mir vorgestellt hätte, vielleicht sowas wie The Incredible Machine. So ein Puzzle-Game, wo du Sachen zusammenbauen musst, ne? Wenn du als Tim Taylor da irgendwie so Sachen verraffst und dann irgendwie was kreieren musst. Deshalb weiß ich. Oh, ich war gerade wohl unverwundbar, schätze ich mal. Und Vater wurde gerettet, weil ich das Loch runtergefallen bin. Es reicht. Es reicht. Genug davon, genug von Hör mal wieder hämmert, Videospiel. It's not so good, Al. Ja, es war jetzt wieder Happy Days, ne? Das ist, glaube ich, nicht Tim. Das müsste dann das Zitat sein. Also, wir sind in den 90ern angekommen. Auch noch eine Einschränkung, die ich angeben muss. Ich habe gesagt, ich gehe bis zur PS2-Ära, die frühen 2000er, was jetzt die heutige Folge angeht. Eine andere Sache, die ich hier nicht zeigen werde, es geht um Realserien hauptsächlich. Ne? Es gibt natürlich auch viele animierte Serien, Gargoyles zum Beispiel, James Bond Jr. und so weiter. Das ist aber Gegenstand einer möglichen anderen Folge. Schreibt auch gerne in die Comments rein, wenn ihr sowas mal sehen möchtet. Aber es würde dann wieder viel zu viel werden. Wir gehen auf real verfilmte Serien und schauen uns das nächste Bild an. Da haben wir. Nein, es sind nicht die Power Rangers. Das sind die Power Rangers des armen Mannes und der armen Frau. Es sind die VR Troopers. VR!
quasi eine Serie, die im Kielwasser von Power Rangers entstanden ist. Oder, naja, man muss eher sagen, eine dieser typischen Sentai-Serien aus Japan, ja, wo viele dieser Superhelden, Leute, die sich verwandeln. Ich glaube, es ging um Polizisten, wenn ich mich nicht irre. Da hatten wir auch mit Wirt kurz im Power Rangers-Special drüber gequatscht. Und hatte ich ein paar Folgen davon gesehen, aber richtig gehypt hat es mich nicht. Zu meiner Überraschung gab es davon auch ein Videospiel. Lassen wir die Mats laufen. Da sehen wir es, das VR Troopers Videospiel ist ein Beat'em-up, nein, ein Fighting-Game besser gesagt, also ein One-on-One-Fighting-Game. Und es sieht besser aus grafisch, als es ist, weil die Grafik ist jetzt nicht schlecht, das ist die Mega-3-Version, die wir hier sehen. Es spielt sich grauenhaft, also wirklich richtig, richtig schlecht, ne? Und ich habe einiges an Beat'em-ups in der Vergangenheit gespielt und ich erwarte nicht von jedem, dass es Street Fighter ist. Nicht alles muss sofort auf dem gleichen Niveau stattfinden, aber das hat außer der Lizenz wirklich nicht viel. Ne? Ich würde es vielleicht nicht als ganz so schlecht wie in Rise of the Robots titulieren, aber geil geht anders. Der Vollständigkeit halber auch hier mal erwähnt. Wir schauen uns das nächste Bild einmal an. Und das ist folgendes. Guck mal. Da sind wir in den 90ern, tief in den 90ern angekommen. Und da sehen wir lauter bekannte Leute. Roy Scheider, der Hauptdarsteller in der Mitte. Ted Raimi, der Bruder von Sam Raimi, dem Regisseur der Spider-Man-Filme, oder auch Produzent von der Hercules-Serie, wo Ted Raimi auch aufgetaucht ist, als Joxer, ich sag das nun mal, und ganz recht Jonathan Brandis als Wunderkind, als der Wesley Crusher der Serie, der leider vor vielen, vielen Jahren sehr jung verstorben ist. Das tut mir leid, aber die Serie bleibt uns immerhin. Sequest DSV, Sequest Deep Sea Vehicle, war eine, ja, nicht ganz Sci-Fi, ein bisschen Sci-Fi-ig angehauchte Serie, auch so ein Sonntagnachmittags-RTL-Programm, wo es um ein Unterwasserseeboot ging, oder ein U-Boot natürlich, das in der nahen Zukunft dann die Meere erforschen sollte. Und das Meer ist der Weltraum des kleinen Mannes, kann man auch hier sagen, weil man nicht in den Weltraum muss, sondern ganz unten gibt's noch ganz, ganz große Geheimnisse. Und auch natürlich, habe ich auch ganz gern geguckt, kann ich mir auch noch erinnern, dass ich das parallel im Fernsehen laufen hatte und Illusion of Time auf dem Super Nintendo gespielt habe zu der Zeit. Irgendwie hat sich das bei mir so ein bisschen festgehakt, dass das so präsentiert wurde. Es ist auch ein bisschen abstrus geworden. Drei Staffeln gab es und später wurde es ein bisschen abgedrehter mit irgendwie, da konnte man mit Delfinen sprechen. Genau, es gab einen sprechenden Delfin, der einer der Charaktere wurde. Und ein Videospiel. Wir gehen ins Ingame. Developed by Sculptured Software Inc., die durchaus sehr viel damals gemacht haben, ist das Videospiel zu Sequest DSV Deep Sea Vehicle. Noch basierend, glaube ich, auf der ersten Staffel hauptsächlich. Und es ist ein bisschen ein merkwürdiges Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es als gut oder schlecht klassifizieren möchte. Du machst irgendwie so eine Simulation, in Anführungsstrichen, als ob du dann Kommandeur deines eigenen U-Boots sein kannst. Und der Simulator erlaubt es uns natürlich, das Kommando der Sequest hier zu übernehmen. Ihr habt gesehen, wir werden gleich in eine Außenansicht schalten und ich muss mal gucken, mit welcher Taste es hier losgeht. Mit Select, warum auch immer. Mit Select geht's los. Also, ich habe das U-Boot hier und mir wird gerade eine Transmission weitergegeben. Ich kann ballern und ich habe die Möglichkeit nicht nur vorne runter, sondern ich kann auch hoch und runter mit dem Gefährt. Es gab durchaus auch mal Actionfolgen. Ne? Wo kommt das fremde U-Boot her? Was haben wir da gefunden? Was geht da ab? Hier ist es so, zumindest ich habe auch hauptsächlich nur die ersten Level hier gesehen, ein interessant, zumindest von dem Look and Feel her, so eine isometrische Sicht mit Render-Gefährten hat man nicht so häufig gehabt. Fremde U-Boote, die weggeballert werden müssen, während ich hier auch $300 für bekomme. Und hier habe ich nicht genug aufgepasst, da hat mich haben mich die Dinger hier getroffen. Perspektivisch interessant, das ist so eine isometrische Sicht, die hattest du nicht besonders häufig. Kann ich das hier mitnehmen? Ich fahre jetzt hier rum und baller Sachen weg. Es kann auch hier gut sein, dass spätere Level dann nochmal ein bisschen was an dem Konzept hier drehen. Aber ansonsten war es mehr so ein Unterwassershooter, der nicht so viel Spezielles jetzt hier so dran hätte. Da hätte ich mir vielleicht auch mal ein bisschen was ausgewählt. Aber es kann, wie gesagt, gut sein, dass in den späteren Leveln noch andere Teile der Serie abgebildet werden und dass man mit den Charakteren zu tun hat. Mich hat so ein kleines bisschen, auch wenn das Spielprinzip anders ist, als so diese typischen Academy-Spiele erinnert. Eine Sache, die ich auf dem Super Nintendo gern gespielt hatte, war zum Beispiel Starfleet Academy, wo es dann ein Lehr-Shoot-Simulator, der für die Enterprise gewesen ist, wo man auf der Starfleet Academy dann bekannte Missionen im Wing Commander-Style nach spielen durfte, wie die Kobayashi Maru, die ich geschafft habe. Da wären wir aber wieder bei Filmumsetzung und gut geschlagen habe ich mich gerade nicht. 40% sind es geworden. Aber ja, so fahre ich herum und produziert von Steven Spielberg mit die Serie. Hat er zumindest seine Produktionsfirma drangelassen. Wir können weg gern davon, weil so speziell ist die Umsetzung von Sequest nicht geworden. So,
Jetzt wird's geil. Nächstes Bild, bitte. Da ist er! Kevin Sorbo! Herkules! Ich habe extra geguckt, welches schöne brustfreie Bild ich nehmen kann von Herkules. Natürlich, ne? Er und Iolaos sind sonntagnachmittags auch in der RTL rumgestafft und haben die Probleme des alten Thebens und Griechenlands gelöst. Mit Fäusten. Meistens. Und mit ein bisschen Charme. Ich habe die Serie gemocht. Ich habe sie ganz gern geguckt. Ne? Nicht nur, weil ich Grieche bin, sondern weil Herkules macht Spaß. Herkules ist toll. Wir können weg vom Bild, denn wir haben auch das Ingame, was wir gleich zeigen können. Denn es gab eine Herkules-Umsetzung auf dem Nintendo 64. Und so sieht die aus. Da läuft Herkules in seiner gewohnten gelb-braunen Kombo in 3D herum und kloppt Leute kaputt. Ja, wer auf dem Nintendo 64 gesagt hat, die 150 D-Mark, die kann ich dafür erübrigen, der konnte so ein tolles Erlebnis haben. Ich habe es leider nie gespielt. Ich kann mir nur wünschen und hoffen, dass es genauso gut ist wie die TV-Serien-Umsetzung. Von Kevin Sorbo mag man auch halten, was man möchte, denn der hat sich auch ein bisschen, ich glaube, als Arschgeige herausgestellt. Ich höre nur schlechte Geschichten von Sets über ihn und mittlerweile taucht er nur in tief christlichen Fundamentalistenfilmen auf. Also der hat seine Schiene gefunden. Denken wir lieber an die schöneren Zeiten zurück, wo er noch als Herkules die Leute überzeugt hat und uns bekannt gemacht hat, mit einer anderen Frau, nämlich folgendes Bild. Xena und Gabriel und das Pferd. Das ist natürlich auch immer gerne dabei. Xena, die als aus einem Spin-off von Herkules entstanden ist, die Serie. Ja, Xena vorher Antagonistin gewesen und hat mit ihrem Chakra, mit ihrem Wurfring dann Leute weggehauen, ist, hat natürlich dann die Seite des Guten gefunden und hat dann selbst Probleme gelöst mit Gabriel an ihrer Seite und hat dann gegen Callisto, glaube ich, gekämpft und Ares, der Kriegsgott, ist dann auch runtergekommen. Hat mir besser gefallen sogar als dann die andere Serie. Und wir können gerne aufs Ingame raufgehen, denn da sehen wir schon, da laufen sie. Xena und Gabriel. Da sind sie in ihrer ganzen eckigen. Achso, ins Ingame meine ich. Da sind sie. Sieht doch genauso aus, oder? Xena wurde umgesetzt auf die PlayStation 1. Achtung, Gabriel, da passiert was. Sie sieht aus wie Callisto. Die ist blond von hinten. Das sehe ich eindeutig. Läuft die auch einfach hier so rum. Und da brennt's. Da brennt's auf jeden Fall. Da hole ich natürlich mein Schwert raus. Lucy Lawless, die Schauspielerin. Besser hat sie nie ausgesehen als in dieser Umsetzung für die PlayStation 1 von Xena. Es kann sogar sein, dass es noch ein weiteres Spiel gegeben hat, aber das ist das, was ich zumindest kannte. Inspiriert von Tomb Raider, kann man ein bisschen sagen, aber mehr der Kampfstil von Tomb Raider. Da, Xena, Warrior Princess. Gehen wir hier entsprechend rein und laufen herum. Third-Person-Action-Adventure-Game mit ein bisschen schwieriger Steuerung, finde ich. Und primär, also es fühlt sich an wie so typische 3D-Games auf der PlayStation. Primär würde ich sagen, dass Tomb Raider so ein bisschen das Vorbild gewesen ist. Aber nicht im Sinne von wegen hier Puzzles lösen, sondern so, ich kann hier, da kann ich springen. Und womit konnte ich hier laufen? Da gab es auch eine, hier konnte ich gucken. Mit L1 kann man laufen, natürlich. Natürlich. Also, ich laufe hier rum und da kommen die Gegner. So, ich spring dich an. Ich mach das hier und dann mache ich hier. Hi. Mach einen Kick und da geht's richtig ab. Und dann kommt noch mehr. Da kann ich noch einen Kick machen. So schlecht wäre es vielleicht nicht für damalige Verhältnisse, weil grafisch finde ich, da hast du schon üblere Sachen auf der PlayStation gesehen. Und sie hat ja auch hier ihre Athletik, ja, ihre Beweglichkeit. So. Ich glaube, ich hatte auch eine Block-Taste, aber ich weiß gar nicht mehr, wie die ging. Egal, ich drücke jetzt hier. So, ich springe hier einmal raus, mache hier den Kick. Da. Du kriegst eine weg und du kriegst hier eine weg. Während es hier richtig abgeht. Und das Chakram konnte ich natürlich auch auslösen, aber da muss ich es erstmal aufladen und es fertig sammeln. Es kann gut sein, dass es vielleicht von den gleichen Herstellern ist wie das Herkules-Game, was wir hier gesehen haben. Was wir hier dann umsetzen und spielen können. Und wenn ich mal die Gelegenheit hatte, mich wieder ein bisschen länger ranzusehen, weil das letzte Mal, wo ich es richtig gespielt habe, ist Ewigkeiten her. Also ich kann mich an sehr, sehr wenige Sachen erinnern. Jetzt für die Sendung habe ich noch mal reingespielt. Auch zumindest, wer ein bisschen was Moderneres haben will, ich kann ja verstehen, warum man Xena zu einem Videospiel macht. Weil da gibt's Action, da gibt's Power und da gibt's Lucy Lawless und Gabriel und Callisto und Ares und alle natürlich, die auch dabei sind. Und das Pferd und Joxer, der natürlich überall auf... Was mache ich denn jetzt hier? Triple Team, was soll denn das? Das finde ich nicht gut von euch. Dass ihr hier eine Dame getrippelteamt habt.
kriegt er hier noch die Punches und die Kicks. So, du auch, mein Freund. Und... hat sie nochmal geschrien. Ich glaube, das ist auch unser Stichwort. Dafür, dass wir, das war das Stichwort. Habe ich gar nicht aufgefasst. Ich wollte eigentlich sagen, ist genau schönes Aufstieg hier gefunden. Einen schönen Aufstieg dafür. Aber, Xena, du hast es versucht. Du hast es halbwegs geschafft, sagen wir. Für das gebe ich so einen Daumen halb. Ne? So ein bisschen halt nach oben. War schon in Ordnung. Wir gehen zur nächsten Serie und da ist eine meiner Lieblingsserien. Ich liebe diese Serie. Ich habe alle Staffeln geguckt. Ich habe sie auf DVD. Ich habe die Nachfolgeserie. Wir zeigen uns das nächste Bild. Buffy, die Vampirjägerin. Buffy the Vampire Slayer hier mit Spike und mit Angel. Ganz lasziv. Ist das ein Grab, wo sie drauf liegen? Ich weiß gar nicht, wo sie da drauf liegen. Ja, die Vampirjägerin, die sich in Angel, den Vampir, verliebt hat. Scheiß auf die Twilight-Sachen und was alles sonst noch modernes Vampirkacke ist. Buffy hat's erfunden. War nämlich richtig, richtig gut. Tolle Serie. Und natürlich gab es auch Videospiele zu Buffy. Und da muss ich sagen, die fand ich gar nicht mal so schlecht. Es gab ein erstes, Buffy the Vampire Slayer von The Collective, einem Entwickler. Das ist rausgekommen für PC, glaube ich, und damals für die Xbox und so weiter. Das war schon ganz cool. Gilt insgesamt, glaube ich, unter Fans auch das Bessere. Es gab nämlich auch einen Nachfolger, den ich aber sehr gerne gespielt habe, namens Chaos Bleeds, der nach Ende der Serie rausgekommen ist, aber in einer Staffel zwischen in der Serie stattfindet. Staffel 5 und 6 will ich jetzt hier sagen, je nachdem, wo die Charaktere sind. Den habe ich durchgespielt damals komplett. Und ich möchte euch einmal den Trailer hier zeigen. In stores now. The show may have ended, but the adventure is just beginning. You are so dead. Bring it on, Living Dead. Play as Buffy and five other main characters from the show. Don't try this at home. Another trophy for Spike. Come on, you're not even trying. Man, you guys reproduce like bunnies. Oh. I kinda enjoyed that. That's it, open wide. Original dialogue and voice recording from cast members. There goes the neighborhood. DVD-style bonus content. Story based on a lost episode from season 5. Maybe it should have stayed lost. Buffy the Vampire Slayer. Chaos Bleeds. Rated T for teen. Night, all. Next time you're having a party like this one, leave me off the invite list, yeah? Sehr schön fand ich, dass sie gesagt haben, vielleicht hätte man diese Geschichte auch begraben lassen müssen, anstatt sie zu reaktivieren von dem verlorenen Skript von Season 5. Es war nicht so schlecht, ne? Es war so Action-Adventure-Style mit verschiedenen Leveln, was mir gefallen hat. Ihr habt sie auch gesehen, fast alle originalen Sprecher waren mit dabei, bis auf Sarah Michelle Gellar als Buffy, obwohl sie eine Voice-Actress gefunden haben, die sehr nah dran gekommen ist. Ich habe die eben auch damals noch auch auf DVD alle geschaut, im Original, nachdem ich sie auf Deutsch kannte, und spielt es echt nicht so schlecht. Ich werde es hier irgendwo auf den Sender dann nochmal drauf spielen. Aber von den Sachen, die bisher vorgekommen sind in der Sendung, habe ich davon auch den meisten Spaß gehabt. So, wir kommen in die 2000er oder Anfang der 2000er langsam hier rein. Eine Serie, die Ende 90er angefangen hat und ein bisschen in die 2000er reinging. Das nächste Bild, das ist VIP. Lass mich jetzt nicht lügen, da muss ich vielleicht nochmal gucken. Ist es Valerie Irons Protection und so weiter? Pamela Anderson hat eine TV-Serie gehabt, wo sie eine persönlichen Bodyguard gespielt hat und sie mit ihren anderen sexy, aber auch starken Damen, die sich selbst zu wehren wissen, dann Fällen angenommen hat. VIP Pamela Anderson, gib mir mal eine Sekunde. Ich will noch mal kurz gucken, ob das Valerie Irons Protection heißen soll, weil VIP, sie ist ja ein VIP, aber es ist auch die Abkürzung Pamela Anderson. So, oder war es Valkyrie, kann es nicht sein. Also VIP, die Bodyguards in Deutsch, eine amerikanische TV-Serie. Sie hieß Valerie Irons. Das war richtig. Valerie Irons Protection hieß es. Und also eine Serie mit Pamela Anderson. Na? Muss nichts Schlechtes heißen. Hat damals auch gut genug Erfolg gehabt. Wir können das Fangame gleich draufgehen, weil Ubisoft hat ein Videospiel dazu gemacht. Im Jahr 2001. Auf der PlayStation 1. Wenn sie hier mit dabei ist, wo es einen Plot, glaube ich, aus der Serie ist, das sollte ein bisschen humoristisch angehaucht sein, aber ich weiß nicht, ob man unbedingt hätte lachen müssen bei der Serie.
Da sehen wir gerade, ne? Eine gerenderte. Es sieht genau aus nach einer Bodyguard-Agentur hier. What can we do for you? This is Dr. Kindle speaking. It's urgent I call you. For an emergency. What's happened exactly, Doctor? What's happening, Doctor? There are men with guns crawling all over my estate. Is there a place you can hide before we get there? A place to hide? I'm kinda in the middle of a surgery here. Are you calling from your clinic or your estate? Both. Please, hurry. I need Valerie Irons. Your clinic is on your estate? What is this? 20 questions? Don't worry, sir. We're on the way. Val will personally protect you. We better wait for Tasha, Quick, and Johnny to back us up. Not enough time. It's just you and me, Nick. That's plenty. You take care of the bad guys, and I'll take care of our client. Let's rock and roll. Ich hätte jetzt hier fast gesagt, I see a lot of bogeys. Die gerenderte Pamela Anderson sieht weniger plastikmäßig aus als heutzutage, weil da ist ja noch mal ein bisschen was an Arbeit reingeflossen in den letzten Jahren. Mit wem war sie jetzt zusammen? Oder war doch mit Julian Assange oder so war da? Oder die hat eine Freundschaft mit ihm? Irgendwie sowas, glaube ich. Dieses Spiel, was ist das für eine Art von Spiel? Follow the instruction and press the corresponding buttons to defeat the enemies. Es sind Quicktime-Events. Das komplette Spiel sind Quicktime-Events und Shootout-Sequenzen mit einem Fadenkreuz. Und ich muss die richtigen Kombinationen drücken. Es kommen dann ab und zu Situationen, wo sie dann langläuft. Für Fans der Serie. Ich meine, wer kein Street Fighter haben möchte und stattdessen das hier, der kann es machen. Der kann es gerne mitnehmen. Ich habe von der Serie damals eine Handvoll Folgen, glaube ich, gesehen und den Ton muss es ungefähr getroffen haben. Es sollte wohl ein bisschen humoristisch angehaucht sein, aber ob es lustig ist, muss der Betrachter, der Anschauer der Serie selbst machen. Ich habe in der Vorbereitung auch mal hier den ganzen Level gespielt. Es geht wirklich ewig weiter mit hier plus Press the Directional Button. So, der andere Teil des Gameplays ist das hier. So. Lightgun Shooter. Energy up. Kommt her. So, während hier schöne Edelsteine entlangfallen. Und was wollen die eigentlich beim Schönheitschirurgen hier, dass da so viele komischen Agenten in ihren Anzügen da sein sollen? Ich verstehe es nicht ganz. Aber da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab. So, ich ballen wir dich noch weg. Und den noch. Komm. Ja, komm, du auch. So, das reicht. Genug, genug, genug davon, weil sonst könnten wir so, dieser Level, der geht ewig noch weiter. Das ist auch das letzte Spiel, was wir auf der PlayStation 1 zu sehen haben. Und ich habe noch ein paar, die habe ich als Matzen hier. Die will ich aber der Vollständigkeit halber machen, weil wir in der PS2-Ära sind. Wir gucken kurz mal aufs nächste Bild. Da sehen wir eine meiner Lieblingsserien. Kampfstern Galactica aus den 70ern hier noch. Die zumindest ganz alte Kampfstern Galactica-Serie mit Richard Hatch, mit Dirk Benedict, den Faceman. Na, den hatten wir ja auch anfangs bei A-Team gesehen. Wir haben Lauren Green in der Mitte, noch die ganzen anderen Schauspieler. In den 2000ern, Anfang der 2000er, 2003, 2004, wurde ja die Serie neu aufgelegt. Die Kampfstern Galactica-Serie sehr gut, aber sehr anders vom Feeling her. Und warum ich gerade das alte Bild zeige, wir können das Ingame gerne auch mal laufen lassen gleich, das Video, meine ich, die nächste Mats. Warum ich das speziell von der alten Serie nochmal gezeigt habe, es gab in dem Zeitraum ein PlayStation 2 Flugshooter-Game, Battlestar Galactica, was so ein bisschen prequelig die Zeit zeigt, wo Commander Adama als junger Spund noch im Weltraum geflogen ist und Sachen weggeballert hat. Allerdings, von der Kontinuität her hat man nie so richtig gezeigt, ob es dann mit den neuen mit der neuen Serie zusammenhängt. Und es gab so Cameo-Auftritte von, glaube ich, sogar Richard Hatch und Dirk Benedict, sodass man es vielleicht zeitlich sogar in dem Kontinuum der alten Serie einordnen kann. Und auch, weil ich die alten Schauspieler natürlich noch einen kleinen Tacken geiler finde, als jetzt die ganz neue, wobei die neue mir auch gefällt. Die neue, in Anführungsstrichen, die ist ja auch schon fast 20 Jahre alt, nicht unbedingt erwähnen. Aber das Videospiel gab es auch. Ich habe es irgendwie nie mitgenommen, muss ich sagen. Ich habe es häufig in den Grabbelkisten gesehen, in den Kaufhäusern, bin ich irgendwie immer dran vorbeigegangen. Und zum Abschluss, sagen wir das letzte Bild. Chloe! Chloe, drop the weapon! Drop the weapon! Jack Bauer! 24! Ja, geilste Agentenserie ever. Na gut, nicht die geilste, aber Mensch, Kiefer Sutherland als Jack Bauer. Ich liebe 24. Ich habe so, die alten Staffeln habe ich super gerne geguckt. Das wurde irgendwann ein bisschen bresig, ja, weil das auch immer anstrengend wurde und ein bisschen fragwürdig von der Ideologie, muss man sagen, weil wie können wir einen Terrorschlag anhalten, indem wir Waterboarding machen?
Und so weiter und so fort. Jack Bauer war immer der geilste Hengst und hat alles aufgelöst und hat immer so viel Scheiße übergeworfen bekommen, dass es ihm nicht gut ging am Ende einer Folge, die dann in Realtime, 24 Stunden eben eine Staffel, alles dann verfolgt hat. Es gab ein Videospiel für die PlayStation 2 dafür. Ne? Und da sehen wir jetzt einen Trailer und ich erzähle gleich noch mal ein kleines bisschen was dazu. So ist der Trailer. This is Beta Leader. We cannot afford to make any mistakes. Let's go! Those are the blueprints you wanted. Now let's talk about where I stand in this organization. Our new intern is Kim Bauer. Look, Kim, this isn't the best day for you to start. You know I did what I did because I had no other choice. That doesn't change that it was against regulations. I'll answer for my mistakes after, but right now you're keeping me away from doing everything I can to stop these guys. Jack needs locations of snipers positioned around the Vice President's motorcade wrap. So ist es. Leute, das war eine Auswahl. Jetzt hier. Na, wir sind auch schon am Ende angekommen der heutigen Folge des Retro-Clubs um TV-Serien. Wieso bin ich so investiert in TV-Serien? Ich weiß es nicht. Ich habe zu viel TV-Serien, glaube ich, früher geguckt. Es gibt noch jede Menge, die man in der Nachfolgezeit der PS2 beleuchten kann. Wir können auch was zum Thema TV-Serien aus dem Animationsbereich machen. Gargoyles, James Bond Jr., wie die heißen. All das eure Meinung. Unten in die Comments mit rein. Mich würde das Feedback freuen und auch Empfehlungen und Vorschläge, was wir sonst noch machen können. Als auch, ich bedanke mich nicht nur fürs Zuschauen, sondern ihr könnt uns auch gerne, für die Leute, die schon machen, vielen Dank. Und für die Leute, die es noch machen werden, danke im Voraus, im Supporters Club unterstützen. Denn damit gebt ihr uns die Möglichkeit, solche Sendungen wie die hier umzusetzen und dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr TV-Serien schauen kann. Warum mache ich nicht Badabinch? Weil ich keine neuen Serien mehr gucke, nur alte geguckt habe. Das ist der Grund, ich habe es euch schon verraten. Aber ich könnte Badabinch Vintage oder so, was könnte ich machen. Ich war euer Gregor, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich, hab viel Spaß mit den anschließenden Programmen und ich sage tschüss.